Hi Leute, hier bin ich wieder und es kommt zu einem neuen Video. Und ja, ich habe das ganze Video schon mal gedreht. Mein Handy ist ein bisschen umgespannt und darum werde ich das Video einfach ein zweites Mal aufdrehen. Also lasst auf jeden Fall dafür ein Like da. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen schneller machen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe und jetzt richtig schnell reden muss. Ich würde sagen, starten wir mit der Haul und let's begin! Und nämlich das erste ist so ein Jackett. Ist jetzt auch nicht für jeden Tag geeignet, also nur für Special Tage. Ich ziehe das jetzt einfach gerade mal so an. Yeah. Und Leute, das nächste Produkt, was ich euch zeigen kann, ist this one. Und das Ganze habe ich zweimal bekommen, nicht gekauft. Das Ganze habe ich schon mal ausgepackt und auch schon meine Meinung dazu gesagt und gesagt, dass das ziemlich schlimm riecht. Aber ja, was soll man denn da machen? Ciao. Das nächste ist eine Jeans. Die ist eigentlich ganz normal, keine Löcher. Unten ist sie aber nicht so breit, da macht er meistens so eine Pinroll drauf. So sieht sie von hinten aus, ist von Pepe Jeans. Kann man hier oben auch noch herausfinden. Genau. Und Leute, das nächste Piece, das ich mir gegönnt habe, ist this one hier. Das ist eine College-Jacke. Ich ziehe jetzt einfach drüber an. Das ist Swag. Leute, ich werde immer dicker. Irgendwann wird es so ein richtig Fettklopf. So sieht die aus. Finde die ist eigentlich ganz okay, aber kann man jetzt nicht jeden Tag anziehen. Und das nächste ist eine ganz normale Hose wieder. Nur keine Löcher. Unten aber ein bisschen enger, muss ich sagen. Das finde ich ehrlich gesagt auch gut. Und ciao. Und ein Stück, wo ich mich inspirieren habe von der Marke Martin Mason Marcella, ist das hier, nämlich die hat so überall so Löcher drin. Die habe ich mir reinmachen lassen. Ist eine sehr tolle Hose, ist aber auch nicht für jeden Tag geeignet. Aber ja, was soll man denn da machen? Und das nächste Piece, das ich euch zeigen werde, ist check. Das hier, nämlich ist das so ein Hemd. Ja. Geht ganz klar, finde ich. Also kann man nichts damit falsch machen. Und Leute, ihr lest ja wahrscheinlich auch schon den Titel. XXL Haul plus neue Sneaker. Was werden das wahrscheinlich für Sneaker sein? Das nimmt mich auch runter, aber das Ganze bringt mich so ein bisschen ins Schwitzen. Ich glaube, ich ziehe da meine 100 Schichten Jacken mal aus und es sind keine Adidas Schuhe, Leute. Keine Nike Schuhe. Keine, was gibt's noch? Jordan Schuhe. Keine keine Gucci Schuhe. Es sind Bam. Es sind ganz oldschool einfach Reebok Classics. Die ganzen sehen, dieser liebe Hase sieht so aus. Von vorne so hier. Halt mit diesem Reebok Classic Logo. Sieht schon ein bisschen älter. Hier auch noch schön. Was auch man das sehen kann. Fokussier mal. Kamera. Reebok. Ja, man kann es ein bisschen erkennen. Und hier unten in der Sohle auch rausstechend drauf. Von innen ist der ganze Schuh blau, also geht ganz klar, würde ich jetzt auch nicht jeden Tag anziehen, also da werden meine Ultra Boost, meine Equipments, meine Air Force bevorzugt oder auch noch andere Schuhe, aber ich sage jetzt nicht. Sogar die Cash Diamonds werden ein bisschen bevorzugt, aber ja. Und ich finde so, von der Farbkombi her gleichen sie
so den bisschen den Beluga 1.0, nicht den neuen. Und ich finde den einen noch ganz schön okay. Also ist ein gelungener Schuh auf jeden Fall. Ich erkenne auch keine Marken, keine Sachen, die mir negativ auffallen würden. Hält auch im Winter schön warm. Und das ist übrigens noch die Untersohle. Man sieht, ich habe schon ein bisschen getragen. Aber ja, ist ein ganz gemütlicher Schuh, aber auch nicht für jeden Tag geeignet. Und ich würde sagen, damit ist dieses Video auch schon beendet. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert mich für mehr Videos und ciao, Leute!